So, habe jetzt mal das Fenster aufgemacht. Ich hoffe mal, von draußen kommen nicht allzu viele Störgeräusche rein. Ja. So. Keine Ahnung. So, wir wollten auf Dungeon Jagd gehen. Hab ich beschlossen. Also gehen wir auch auf Dungeon Jagd. Wir könnten uns auch ums Feld kümmern, aber ganz ehrlich, fuck off. Wir haben von allem jetzt mittlerweile mehr als genug. Ich hoffe nur, wir haben auch genug dabei. Ja, mittlerweile haben wir die Fähigkeit, alle Monster einfach zu erlegen. Geht's auch nochmal schon rein. Hat es auch einen Bereich, den wir bereits kennen? Ne, hier waren wir noch nicht drin. Ne, das ist dunkel. Okay. Hätte sein können, dass auch einer der vielen Ausgänge ist von unserem Dingsbums-Monster. Weil wir hatten ja das eine Ende gefunden, was auch so weit hoch ging, wo es dann auch hell wurde. Da oben ist ein. Da ist ein. Achso. Da hatte gerade schon, das ist ein ultra hoher Baum, ist ein Dschungelbaum, aber ist ja einfach nur auf hohem Berg. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Ich wollte was Schönes haben. Du Arsch. Ein Dungeon, ich hab's gewusst, ich hab sowas von gewusst. Ich bin doch nicht blöd, da müssen wir nur hinkommen. Und das ist blöd. Haben wir ein Schiff dabei? Ne, haben wir nicht dabei, ne? Kacke. Gut, wir stoppen mal hier das Loch. Autsch. Ich hab's gewusst, das wird wehtun. So. Wir haben nichts dabei. Fuck the shit off. Ich brauche irgendwo mal ein bisschen. Dich. Nein. Du kommst noch da. Ich brauche beide nicht. Dann klaue ich mir irgendwo ein bisschen Sand hier zum Beispiel. Da ist so eine Ecke, die kann durchaus weg, ohne dass irgendjemanden stört. Dann schwimme ich hier mal ganz kurz hoch und mache ein bisschen hier Hardcore-Fix. Die Frage ist nur, von wo kommt das Wasser? Von da. Da komm, schneller runter. So, jetzt sollte das Wasser langsam zurückgehen. Ja, es geht zurück. Sehr schön. Guck mal, wie das ganze Landstrich hier verwüstet. Ist ja wie eine richtige Überschwemmung hier, Alter. Wie realistisch das Spiel aber auch ist. Ja, wie realistisch. Gut, okay. Da wollen wir hin. Aber gut, vorbei, so weit ist es gar nicht weg. Von daher kommen wir da auch so gut hin. Der hat sich das jetzt mit dem Boot gar nicht so sehr gelohnt. Da hätten wir diesen riesen Umweg hier draußen rumfahren müssen. Von daher geht das auch so schon ganz gut. Nur wir müssen jetzt halt hier rüber. Schwimmen! Gib mir das Seepferdchen! Yay! 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 Na komm, na komm, na komm. Waffen haben wir dabei. Fackeln haben wir auch dabei. Sehr schön. Wie wollte man das essen? Dankeschön. So, oder? Wobei mir gerade auffällt, wir haben gar keine Baumaterialien dabei. Wir müssen uns also hier irgendwie anders nach Handkante reinschlagen. Wo ist das gerade? Hat sich gerade so angefühlt, als wenn ich durch so einen Block durchgeglitscht wäre. Gut, wir wollen uns hier einfach mal hoch. Altbewährte Methode. Oha. Schade. Ich dachte, wär was Zombie gewesen. Das immer klingt hier. Keine Kiste? Doch, da hinten eine. Ah, wir haben endlich mal so ein Lasso, so ein Ding, was ich meinte, diese Leine. Oh, das ist ja noch eine Kiste. Nee, Pumpkin. Was war Pumpkin jetzt noch? Achso, ja, ich Kürbis. Bin schon wieder. Pumpkin. Wow. Wow. Das kann sowieso gleich hier bleiben. Brauchen wir gar nicht. Ansonsten hier nur Skelette. Können wir also auch abbauen. Brauchen wir nicht.
Ich habe leider den Fehler gemacht, den letzten Zombie-Spawner, den hätte ich nicht abbauen sollen. Weil eben, Zombie-Spawner ist ja genau das, was wir später brauchen. Na, jetzt habe ich doch die Rüstung aufgenommen. Bitte geh mal sterben. So, hier runterwerfen. Umweltverschmutzung? Ja! Haha. Wenn irgendwo mal ein Pferd vorbeiläuft, kannst du ja mitnehmen. Oh, Kisten können wir immer gut gebrauchen, wenn wir unser Lager vergrößern müssen. Das Ding kann weg, das Spawn ist ja Geschichte. Kommen wir hier wieder runter. Okay. Weitersuchen. Gibt es da noch mehr? Wir sollten vielleicht erstmal wieder auf unsere Seite gehen, sonst verlaufen wir uns hier zu sehr. Ey, meine Mutter, schnell. Na komm. Schnell. So, da sind wir. Am anderen Ufer, quasi. Wir gehören jetzt zum anderen Ufer. was geht denn hier? Achso, das schon ist hier geil. Hier ist noch richtig. Hier ist eine richtig ja, Schnauze jetzt hier. Dachte schon, jetzt ist eine richtig kranke, geile Höhle. Aber nein, natürlich nicht. Hätte wahrscheinlich auch zu viele Steuern gekostet hier. Der liebe Staat muss ja sparen. Oh, Zuckerrohr. Könnten wir eigentlich auch anbauen. Bringt uns das was? Kann man damit etwas backen oder sowas? Glaube ja, also früher konnte man das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt bei dem Vanilla-Mind-Test war oder ob das zu Mind-Clone gehört hat mit dem... Dass man Zuckerrohr was bauen kann. Guck mal ganz kurz nach. Zuckerrohr, Zuckerrohr. Also ich finde die Zuckerei, ja, aber kein Zuckerrohr. Kuchen. Ah, das ist gerade. Ja doch, also ist eben, das ist wirklich Zuckerrohr und kein Schilf. Also kein. Das andere Zeug hier. Gut, dann. Immer her damit, immer her damit. Kann nicht schaden. Nein, kann nicht schaden. Zuckerkrank zu werden ist sowas von. Modern. So, ich würde mal sagen, wir nehmen ein Stack mit. Ansonsten bist du jetzt zu viel aus, zu hohen Aussucher. Können wir noch ein bisschen was mitklappen hier? Mitklauen hier? Ein bisschen hier, ich weiß schon. Oh, da war etwas liegen lassen. Ich glaube, bitte. Ach, dachte schon, es ist schon wieder dunkel hier. Goddammit. So, Inventar. 55 haben wir. Inventar, da war er wieder da. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Wirklich perfekt? Absolut perfekt. Wir haben genau 64, kein zu viel. Nice. Das gefällt mir. Gut, da ist dunkel, aber da sieht nicht aus nach Dungeon. Von daher gehen wir mal weiter. Ich glaube mal, hier würde uns ein Schiff tatsächlich doch weiterhelfen. Hier geht es auch wieder rein. Wow. Oh, da geht es wieder hoch. Lol. Oh, und da geht es runter. Einmal hoch, einmal runter. Ist ja wie ein Fahrstuhl. Hey, Moment mal. Ja, das ist ein richtiger Canyon. Heilige Scheiße. Wow, das müssen wir uns merken. Vielleicht, weil ein Canyon, der geht immer so weit in den Boden rein, dass man da auch sehr gute Chancen hat, dabei auf Minenschächte zu treffen. Oder halt auf andere gute Rohstoffe, wie halt Metall, Eisen. Metall ist Eisen, also in dem Fall jetzt hier, auf Eisen oder hier Gold oder Diamanten zu stoßen. So, wo sind wir jetzt hier? Ja, tatsächlich, da ist unser Haus. Klappe! Das hier müssen wir uns mal merken. Oh, die Sonne geht doch gerade unter. Wir sollten also sowieso mal zurückgehen, aber dann können wir das hier gleich mal als Marker setzen. Das ist genial. Lol, aber siehst du, gleich mal was Schickes gefunden. Heißt also, ich gehe jetzt zurück. Wieso geht eigentlich jetzt schon die Sonne runter? Wir haben gerade mal 10 Minuten gespielt. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt die Aufnahme beenden, aber eben. So lange haben wir noch gar nicht gespielt. Komm, wir machen mal hier noch ein bisschen Feindverkloppung. Alter, dass man den immer nur so ab und an mal nicht trifft und dann aber ab und an mal trifft und ab und an mal leckt mich am Arsch. Oh, es wird doch ganz schön dunkel. Kacke, ich sehe nichts mehr. Ich hätte vielleicht nicht spielen sollen, wenn es draußen hell ist. Oh mein Gott. Wir werden angegriffen. Das ist eine Übermacht. Da ist er. Ich habe ihn nichts gesehen. Oh mein Gott. Sonnenblumen. Wir verlaufen uns jetzt hier gerade.
Ich habe keine Ahnung, wir laufen gerade irgendwo links an einem Berg vorbei. Ich hoffe, das ist der richtige Berg. Sonst. Ja, doch. Da. Ja, da. Ja, 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 ja. Ja, ja, da. Da. Perfekt. Ah, geil. Oh mein Gott, ich dachte schon, das wird jetzt hier eine Katastrophe. Ich meine, wir hätten uns jetzt auch irgendwo auf ein Bett aufstellen können, aber ganz ehrlich. Und das Problem ist, wenn man irgendwo schläft, wenn man da ein Bett aufstellt, dann schläft man ja nicht nur dort, heißt also, die Zeit geht dort um. Sondern er speichert das auch als Spawnpunkt, wenn man stirbt. Oder angenommen, wir bauen uns irgendwo ein Bett hin, ja. Und. Leck mich am Arsch. Verlassen dann diesen Ort. Und dann sterben wir aber irgendwo und werden wieder hin teleportiert. Und wir wissen nicht mehr, wo wir waren. Und finden auch nicht mehr den Weg zurück. Da sind wir voll am Arsch. Und deswegen. Ja, schlechte Idee. So, das heißt also, wenn wir hier rausgehen, müssen wir einfach nur nach hinten laufen. Und dann müssen wir gleich wieder auf den Berg kommen, wo wir gerade waren. Wenn ich das jetzt richtig hier meine Strecke verfolgt habe. So mit Autopilot aktiv und so. Der ist ein schöner Wald. Mann, ich will deine Oma. Da ist noch einer. Bitte spawn was Sinnvolles. Nein, so wie es aussah, nicht. Nein. Nichts Sinnvolles. Leck mich doch am Arsch. Da ist noch einer. Jetzt gar nichts gespawnt. Wo war jetzt der Höhleneingang? Scheiße. War der da hinten? Fuck. So kompliziert war doch der Weg gar nicht. Scheiße. Da war der Wald. Wir kamen von hier irgendwo. Ach, da ist er doch. Da. Ein Ei. Da hat wohl ein Huhn ein Ei auf dem Kopf. Oh, hier ist einer, ja, in der Wand drinne. Das ist natürlich sehr gut gelungen. Gut, ab in den Canyon, würde ich mal sagen, ne? Da ist ein Zombie. Na, stirb doch mal hier. Alter. So. Renner, siehst du, haben wir erstmal eine schöne Abkürzung hier gefunden. Ist doch geil, oder ist gerade ein Schwein gestürzt. So eine Schweinerei aber auch. Okay. Oh. Fuck, hier geht er ganz tief runter. Ah, ne, doch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich trau mich gerade nicht. Wir tauchen einfach mal kurz in die Tiefe. Alter, wenn wir jetzt sterben, ne? Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges dabei. Oh Gott, Alter. Oh Gott, wir sind sowas von tot. Ich trau mich hier nicht runter. Scheiße. Erstmal gucken, ob wir was Wichtiges dabei haben. Alter, wenn wir jetzt unten sterben, wir sind so am Arsch. Ja, scheiße. Fuck, wir haben unser Inventar nicht geleert. Oh Gott, Alter. Na gut, okay. Ich meine, einen goldenen Apfel könnten wir verkraften und das Rest ist jetzt nicht so wertvoll. Also, es wäre verschmerzbar, tatsächlich. Aber trotzdem, scheiße. Ah, da waren wir schon schlafen und haben unser Inventar nicht geleert. Fuck, Alter, ich trau mich hier nicht runter. Nein, das da. Okay. Oh. Oh, ah. So, ich wollte euch nämlich gerade eigentlich mal... Ich wollte euch jetzt gerade mal was zeigen, und zwar hier Schotter. Wenn ich jetzt hier einmal gegenkloppe, bam, fällt der ganze Scheiß runter. Oha, apropos runter. Achso, doch nicht. Dachte schon, da geht es jetzt auch gleich wieder 30 Millionen Meter runter. Gut, also die Seite sieht erstmal relativ entspannt aus. Hier geht es scheinbar nicht so weit irgendwo runter. Wir schwimmen jetzt mal doch zur anderen Seite. Beziehungsweise ich mache erstmal vielleicht mal eine Aufnahmepause. Langsam wird es wirklich Zeit. Also geht's hier hoch. Da geht's hoch, da geht's hoch. Weiter, 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 weiter. Jawohl, jawohl. Bam, bam. So.
da gehen wir jetzt gleich zur nächsten Folge dann rein. Von daher, schau mit V.